Interesse an meine Karten? Am Ende des Videos wirst du informiert. Habe die Ehre. Grüße und herzlich willkommen, mein lieber Wassermann, zu deiner Februarenergie 2023. Und noch alles Gute zum Geburtstag, denn ihr habt ja jetzt alle Geburtstag. Weiß ich, weil mein kleiner Bruder Geburtstag hat. Und er ziemlich am Anfang vom Wassermann steht. So, wir gucken. Hauptenergie legen wir hier drauf, die brauchen wir jetzt nicht. Und dann schauen wir mal. Bei dir geht's im Februar um den Vater. Okay. Also, hier geht's um den Vater, um die Mutter, um eine nahestehende Person. Je nachdem. Das wird dich im Februar beschäftigen. Offiziell beschäftigen, okay. Was auch immer es heißen mag. Erstens, offiziell musst du dich mit deinem Vater beschäftigen, mit deiner Mutter, mit deiner Familie. Oh, hier ist ein Abschied. Könnte es natürlich sein, ein Todesfall sein in der Familie. Offizieller Abschied. Könnte jedenfalls sein. Aber es scheint dich eigentlich, ja, könnte jetzt auch eine Erbschaft sein. Ich möchte jetzt hier nicht selbstbestätig sein. Also, es ist was Gutes. Es ist auch ein Geschenk. Es könnte auch sein, dass der Vater aus in die Rente geht. Offizieller Abschied in die Rente geht. Das ist ein Geschenk für dich, weil er jetzt Zeit hat für Kinder. Oder. Also das kann jeder so sehen, wie er mag. Mal gucken. Das ist für dich für lange Zeit ein Geschenk. Ein Freund. Und irgendwas wird dadurch weniger. Okay. Schauen wir mal. Ja, irgendwas nervt. Irgendein Familienmitglied im weitesten Sinne nervt hier, aber das kannst du verabschieden, was nervt. Denn hier kommt ein aktiver Fluss hinein und du wirst es lieben. Also, du verabschiedest irgendetwas, was nervt. Wie sich das auch immer zeigen wird bei dir. Du liebst deine Arbeit und da wird sich auch in der Arbeit etwas erleichtern oder so, weil du kommst hier wirklich ins Fluss der Gefühle als Geschenk durch diesen offiziellen Abschied, was immer es sein mag. Jetzt schauen wir mal, hier haben wir einen Neuanfang, auch in der Arbeit. Und du vernachlässigst die Lösung, wird weniger, Freunde. Ja, muss ich nur gucken, keine Ahnung. Da haben wir den Vater. Das Nervige geht im Verlust. Was mit dem Vater, mit der Mutter, mit dem Bruder oder eben einer nahestehenden Person zu tun hat, das, was genervt hat, geht raus. Das geht weg. Auf irgendeine Art und Weise offiziell. Denn du verlierst hier auch einen Glaubenssatz, denn du hast bis jetzt geglaubt, es geht nicht anders oder es ist so oder. Und das geht auch in Verlust. Und das ist eben auch sehr schön und bringt dich in die Aktivität. Also bringt dich dazu, ah, jetzt mache ich etwas. Dann haben wir hier deine Tochter liegen, auch die einen Neuanfang hat, die sich jetzt weniger vernachlässigt fühlt. Die Tochter vielleicht einen Neuanfang mit einem Freund hat, möglich. Eine Freundin liegt auch da und ein Vertrag. Also eine Tochter, ein Sohn, und das weißt du, ist ja so, wenn du einen Sohn hast, könnte sein, dass der hier heiratet, dass der sich verlobt, dass der eine neue Freundin kriegt, sich nicht mehr so vernachlässigt fühlt. Also hier auch auf lange Zeit einen Neuanfang hat. Jetzt schauen wir mal. Ja, das mit dem Vater, was auch immer es sein mag, da mag ich nachher nochmal was drauflegen, weil mir der Vater nicht klar ist. Ja, mir bloß nicht klar ist. Für euch könnte es ja klar sein. Also alles, was um den Vater, um die Mutter, um den Bruder oder nahestehende Person war und genervt hat, geht jetzt wirklich hier in Verlust. Du verlierst aber damit auch eine Sichtweise, die du bis jetzt hattest. Jetzt kommt hier die Mutter. Okay, also das ist Vater und Mutter, das ist Familie, das sind nahestehende Personen. Nicht jeder hat Vater und Mutter, dann kann es Bruder, Schwester oder sein. Auf jeden Fall ist es Familie, wo sich hier irgendetwas verabschiedet. Und zwar mit Hilfe, wo du dir dann Gedanken drüber machst. Über eine Benachteiligung. Also irgendwas war da nicht richtig, nicht gut. Was dich dann aber durch das Nachdenken, durch dieses Verändern einen positiven Ausgang kriegt. Du denkst hier drüber nach und das kriegt einen positiven Ausgang. Ja, du erwartest das Glück. Also durch das Rausgehen dieser Probleme mit Vater, Mutter oder
Familie im weitesten Sinne, erwartest du das Glück. Also du weißt, das ist jetzt vorbei. Puh, Gott sei Dank, du kannst loslassen und das Glück darf wieder kommen. Und damit bekommst du auch Hilfe und das ist die Berufung zum Glück. Und das hatte ich nämlich beim Löwen. Auch der die Berufung im Glück hat, das heißt hier, willst du wieder ins Glück gehen und fühlst dich berufen, das auch zu tun. Du machst dir Gedanken über deine eigenen Gefühle, über das, was du denkst und tust und hast auch den Fokus auf die Benachteiligung. Das heißt also, du fühlst dich gefühlsmäßig, vielleicht ergeben durch das auch ein bisschen benachteiligt. Auf jeden Fall willst du da die Wahrheit erkennen und möchtest mit der Wahrheit in Zukunft, mit der wirklichen Wahrheit leben, mit deiner Wahrheit. Und auf dich drauf ist sichtbar im Leben. Das heißt, also es wird jetzt hier wirklich sichtbar und durch die Sichtbarkeit wird sich auch auflösen. Also das ist bei dir schön. Denn hier war wirklich etwas, was so genervt hat. Und ich will das trotzdem auf den Vater legen, selbst wenn er für euch klar ist. Für mich ist er nicht klar, wie weit ich den, wie ich das einordnen soll mit dem Vater. So im Allgemeinen einordnen kann. Ich kann ja bloß Körper, Zweifel und Mann. Also es geht hier wirklich um eine Person, wo hier Zweifel aufkommen und dadurch auch verabschiedet wird. Also es geht hier wirklich um eine Person, die, das sind offizielle Sachen, die weitesten gehen, also es kann wirklich der Vater sein, der aus dem Heim rausgeht, oder die Mutter, oder beide, oder es daheim nicht mehr klappt und man eine neue Lösung findet oder. Also das muss wirklich jeder für sich hier sich raustüfteln, weil das hier wirklich alles Mögliche sein kann. Weil nicht jeder hat mehr Vater und Mutter. Und das ist eigentlich das, warum mich dann der Vater da so stört. Er stört nicht, aber ein bisschen irritiert, weil ich weiß, ich habe viele Zuschauer, die älter sind, da hat nicht mehr jeder Vater und Mutter. Also warum liegen die da so präsent hier mit vielen Kummer? Es kann natürlich auch sein, dass dass Vater und Mutter gar nicht mehr da sind, aber die Kummer, die offiziellen Sachen, sich um Vater und Mutter auch drehen. Also dass die, selbst wenn sie nicht mehr leben, aber trotzdem um sie geht, dass sich das jetzt auflöst, was auch immer es sein mag. Also wir bleiben jetzt beim Offiziellen, was hier liegt, das heißt Eltern. Die Probleme mit den Eltern, die Probleme, die die Eltern hatten, lösen sich hier auf. Also zum Guten für dich. Dir wird hier etwas sichtbar, etwas, was der großen Kummer gemacht hat, und sichtbar wird auch, warum. Weil nur deswegen verabschiedest du es ja. Also das ist ziemlich trocken. Dass also die Kummer und Schmerz hatten die Geschwister, hatten die Familie an sich. Der wird jetzt sichtbar und du bist da ziemlich trocken, also ziemlich, ich will nicht sagen unbeteiligt, aber du verfällst da jetzt nicht in, um Gottes Willen und in so, wie soll ich denn das sagen, in Melancholie, im negativen Sinn, sondern du sagst, okay, ich sehe das jetzt und jetzt muss ich es ändern und jetzt wird es geändert und genau das tust du hier. Also was auch immer es sein mag, das, lieber Wassermann, das wirst du sehen, was hier nicht passt. Ob es jetzt Bruder, Schwester, wirklich sehr nahestehende Freunde sind, Vater, Mutter oder, ist völlig egal. Hier kommt die Benachteiligung, die Wahrheit der Benachteiligung wirklich auf den Tisch. Und darüber machst du dir Gedanken, weil du es jetzt siehst und du stellst es für dich ab. Ganz einfach. So im in deinem Bereich, das musst du wissen. So, fangen wir mal an. In der Arbeit hast du eben einen Partner, Angestellte, einen Freund oder, der, da wird irgendetwas weniger, aber die Arbeit liegt gut, also macht es gar nichts. Also das ist wahrscheinlich eine normale Entwicklung. Geld oder finanzielle Sachen, wirst du eine Wahrheit erkennen, eine Wahrheit, die dich benachteiligt hat, die deine Familie benachteiligt hat. Du machst dir Gedanken darüber, wie du das in Zukunft in der Arbeit neu machen kannst. Denn die Arbeit liegt ja auch in der Familie, das heißt also, du arbeitest auf irgendeine Art und Weise auch mit der Familie, in der Familie und so weiter. Und da wird sich durch diese Benachteiligung, die du finanziell, materiell oder so erkennst,
auch etwas ändern als Geschenk. Weil hier kommt ein Geschenk für die Familie, für alle. Auf die Tochter gehe ich später ein. Weil du hier eben finanziell eine Wahrheit erkennst, die mit wirklich mit Glück, die richtig sehr positiv ist. Wo du aber auch eine Benachteiligung dann erkennst, die im Fokus hast und die dann auflösen möchtest. Weil sie liegt ziemlich alleine hier. Du kriegst Helfer und hast da in der Beziehung dann auch einen Neuanfang. Vielleicht mit dem Denken. Da kommt nämlich ein Gedankenstrom zusammen durch diese Wahrheit, die du daher kennst. Das ist aber jetzt überhaupt nichts Schlimmes für dich. In der großen Familie liegt auch wieder das Glück. Das heißt, hier die große Familie hilft auch, die hilft auch für den Neuanfang. Da kommt die Wahrheit, offiziell wird die Familie wieder Freund, sie rückt wieder zusammen. Hier ist auch eine Berufung drin, die die Familie und das eigene Gefühl betrifft. Die Berufung selber liegt auch auf der Sonne. Das heißt, das, was blockiert war, wird jetzt sichtbar. Was vielleicht du blockiert hast oder was auch immer, wird sichtbar und wird dich rufen. Also du kannst da nicht mehr vorbeischauen und dann kannst du es auch wirklich transformieren und ändern. Weil du machst dir hier Gedanken und die Gedanken gehen darum und hier liegen lauter gute Sachen drin. Das heißt, also, du kannst hier wirklich etwas tun und du wirst es auch tun. Du selber liegst auf Erwartungen. Du erwartest, dass irgendetwas weniger wird. Du erwartest Kummer. Du erwartest aber auch Glück. Also das heißt, du bist von deinen Erwartungshaltungen geprägt. Also du erwartest, dass das, was du möchtest, auch passiert. Oder das Positive oder das Negative, je nachdem, was du erwartest. Und die Erwartung wird auch sichtbar werden, was aus deinen Erwartungen wird. Du wirst sehen, dass einige Erwartungen in den Kummer führen, einige Erwartungen ins Glück führen. Also eine Erwartungshaltung hier ist ja richtig schön, die wirklich richtig war und deine Berufung führt. Und eine andere Erwartungshaltung wird dich ins Negative führen oder das erkennbar machen. Und darum wirst du deine Erwartungen in Zukunft runterschrauben. Also nicht sagen, okay, ich erwarte jetzt nicht mehr 50 Euro, sondern bloß noch 5 Euro, sondern du erwartest Geld aus. Verstehst, dass du nicht die Erwartungen runterschraubst, sondern dieses Festlegen auf etwas, das wirst du runterschrauben, das meine ich damit. Sodass sich das jonglieren kann, dass du nicht festgefahren wirst, dass du weiter wirst. Das ist das, was ich meine damit. Hast du einen Partner, dann wolltest du genau diesen Partner haben, den hast du dir manifestiert. entspricht also irgendwie deiner Erwartungen, sagen wir schon wieder soweit, der aber auch Kummer bringt, also weil auch die Erwartung, das was du dir manifestierst, nicht immer so richtig. Also, und das nervt dich und dafür findest du jetzt auch eine offizielle Lösung, wie auch immer die aussehen mag. Der Vertrag liegt wieder auf Familie und das irgendwas blockiert da auch in der Partnerschaft, da findest du aber eine Lösung mit weniger Erwartung, keine Ahnung, du wirst du wissen. In der Liebe liegt wirklich universelle Hilfe, das heißt also, und hier liegen die Gefühle, du machst dir über deine eigenen Gefühle und Liebe wirklich Gedanken, bekommst da Hilfe damit und diese Liebe liegt auch in plötzlich, also hier kommt plötzlich ein Fluss der Liebe, der Gefühle auf dich zu, tatkräftig, der dich auch hier diese Glaubenssätze anschauen lässt, weil du wirst wirklich tief fühlen und dieses Gefühl ist jetzt auch deine Berufung, die wichtig ist für dich, um da eben Klarheit für dich zu bekommen, weil du machst dir nämlich auch hier über deine Partnerschaft Gedanken, obwohl du die eigentlich so willst, oder wenn du keinen Partner hast, willst du einen gewissen Partner manifestieren, wo du eine Vorstellung davon hast, der nicht mehr das Herz bricht, der zusteht, der die Wahrheit sagt und so weiter, und da machst du dir Gedanken darüber, wie das geht oder wie du das am besten machst, wer das sein könnte und so weiter, und gehst hier tief in deine Gefühle. Auch das liegt hier drin. Das heißt, du hast hier eine sichtbare Gedankengänge für dich selber, wie deine Partnerschaft in Zukunft auszusehen hat
ob du jetzt eine hast oder nicht hast. Hier wird sich mit Gefühl etwas ändern, aber ins Positive, für dich ins Positive, für einen Partner, der liegt hier nicht, kann es auch positiv sein, muss aber nicht. Aber für dich, und es geht ja hier nur um dich, möchtest du, machst du dir Gedanken über deine Partnerschaft und über deine eigenen Gefühle. Da bekommst du Hilfe, Hilfe ins Glück, und das ist auch deine Berufung, und das dreht sich's hier. Es dreht sich rund um deine Gefühle, die mit Vater und Mutter natürlich im weitesten Sinne auch zusammenhängen, denn deine eigenen Gefühle, deine eigenen Erwartungen und so weiter sind ja von Kindheit an von den Eltern geschürt und gefördert worden. Ob die jetzt gut oder schlecht waren, ist vollkommen egal. Du siehst hier auch eine Benachteiligung, warum auch immer. Du siehst aber auch das, was dich geschmerzt hat, deine Glaubenssätze, die einfach nicht mehr passen. Also du hinterfragst hier einiges wirklich ganz bewusst, und das ist, wird dich aber zum Glück führen. Also du bist da sehr trocken, du machst das jetzt nicht du machst das mit viel Gefühl, aber wenig mit Herzschmerz, wenig mit, oh, ich armer Mensch oder so. Also du bedauerst dich nicht oder sonst irgendwas, du siehst die Tatsachen einfach so, wie sie sind, und änderst jetzt deine Glaubenssätze, dein bisheriges Tun, dein bisheriges Fühlen, so, dass es für dich wieder die Wahrheit sein kann. Denn die wird hier nämlich erkannt, dass du dich selbst, das wird erkannt, eine Benachteiligung wird erkannt, die du bis jetzt nicht erkannt hast, und darüber machst du dir Gedanken, denn du möchtest ja hier ein glückliches Leben mit allen Gefühlen haben. Also hier dreht sich's bei dir drum, was man. Es ist es im weitesten Sinne etwas Offizielles. Es ist egal, ob es hier um die Gefühle geht, ob es hier um die Eltern geht, ob es die Tochter geht. Es ist im weitesten Sinne etwas Offizielles. Was also offiziell da ist, hier sieht man etwas, was nicht so gut war, und da wird man sich Gedanken drüber machen. Hast du Tiere? Ja, du hast eine Lösung, weil die in letzter Zeit, würde ich jetzt sagen, waren die nicht so, wie du gewollt hast, oder hat nicht deinen Erwartungen entsprochen, und das wirst du auf die eine oder andere Art ganz offiziell lösen. Vielleicht gibst du das Tier ab oder, keine Ahnung. Wenn du ein Tier möchtest, findest du auch hier eine Lösung, weil hier könnte sein, dass du zum Beispiel in einer Mitwohnung musst und keinen Hund haben darfst, dass man hier eine Lösung findet oder. Also hier gibt es auf jeden Fall eine Lösung rund um dein Tier, wie auch immer deine Lösung aussieht. Wie gesagt, kleine Familie, liegt ein Geschenk, und das für lange Zeit, was wirklich Freude macht, was in die Freundschaft führt, was einen Neuanfang prägt, auch das ist schön. Also dieses Geschenk, wo du dann drüber nachdenkst, dass bei dir was auslöst, führt ins sehr Positive. Das ist nämlich schön. Auf deine Tochter möchte ich noch eingehen. Die hat hier auch einen Neuanfang für lange Zeit. Sie darf, ja, Abschied von der Arbeit, kann sein, dass sie ihre Arbeit wechselt, dass sie was Neues macht oder. Und sie sich Gedanken über sich selber macht, über ihre Gefühle. Das ist so ähnlich wie bei dir. Auch hier werden sich Gedanken gemacht, was will ich eigentlich tun, wo zieht es mich hin, was habe ich bis jetzt vernachlässigt, auch da schaut man hin. Aber man will auch feiern, also auch das darf man, nimmt sie an. Also sie oder er, Tochter oder Sohn, je nachdem, oder nahestehender Freund, wird ja auch einen Neuanfang haben, was beim einen oder anderen wirklich mit offiziellen Abschied von der Arbeit zu tun hat. Sprich, deine Freundin geht in Rente, sprich, deine Tochter, dein Sohn macht eine neue Arbeit, weil hier ist auch ein Neuanfang, dass für die Vernachlässigung eine Lösung da ist. Also alles, was sie jetzt nicht so toll fand, sich auflöst und eben einen neuen Vertrag, liegt ja auch hier, geschlossen wird. Also es kann auch sein, dass die Arbeit einen Neuanfang hat, dass sie in der Arbeit bleibt, aber hier ein neuer Vertrag geschlossen wird, der ihr mehr zusagt. Oder. Hat aber auch alles mit dir zu tun, warum auch immer. Wahrheit, offizielle Wahrheit, und das Glück und die Freude liegt hier sehr zentral. Ja, und Vater und Mutter, also Vater- und Mutter-Themen sind hier drin.
Du wirst wissen, aber das darfst du, das kannst du lösen. Hier kommt wirklich alles ins Glück, auch wenn es momentan noch nicht so aussieht. Die Gefühle kommen plötzlich, also hier kommen ganz offizielle Gefühle, wo du dir selber die Wahrheit erstmal erschließen wirst. Du machst dir eben viel Gedanken um deine Gefühle, um das, was du tun sollst. Du gehst auch gern in die Arbeit, um dich hier abzulenken. Aber du wirst das nicht vernachlässigen, du wirst deine Gefühle im Fokus haben und auch diese Benachteiligung, die du hast, ja, auf irgendeine Art und Weise lösen. Du hast hier einen Neuanfang in der Liebe und dann fällt die Benachteiligung raus. Wie auch immer das bei dir aussehen mag, das kann ganz verschiedene Varianten sein. Das wirst du selber sehen. Auf jeden Fall wirst du sichtbar im Leben deine Probleme, deine verkehrtes Denken, aber auch deine eigenen Gefühle erfahren und dementsprechend handeln. Und hier ist nicht kein Mitleid und kein Selbstmitleid drin, sondern hier ist wirklich Handeln drin. Hier liegt der männliche Aspekt neben dir, der wirklich, das war zu lange, da schaltet die Kamera aus, hier liegt ein männlicher Aspekt neben dir, der dich wirklich antreibt, der wirklich diese Veränderung, die sich hier ergibt für dich, auch vorantreibt. Und weil ich es jetzt gerade sehe, kann auch hier sein, dass die Tochter wirklich einen neuen Mann oder eine neue Frau kommt. Oder eine neue Frau zur Tochter oder neue Frau, also ist es wurscht, ein neuer Partner, das sich hier ergibt. Und dadurch wird sich vielleicht auch einiges in der Familie ändern, wenn die Tochter sich neu anfängt, umstrukturiert, dass das sich dadurch natürlich auch bei dir einiges ändert und auch die sichtbar wird von deinen Gefühlen, je nachdem, hängt mit Tochter, Sohn oder nahestehenden Menschen zusammen. Also, das hier ist Familie, das ist Mutter und Vater, ob sie jetzt da sind oder nicht, es dreht sich im weitesten Sinne offiziell um sie, um was auch immer es da gegangen ist. Es kann auch irgendwelche lang zurückliegenden Sachen sein, die jetzt aufkommen, wo man sich schon lange geärgert oder Gedanken gemacht hat, also oder. Das kann auch ein Erbschaftsstreit sein mit der Familie, die sich jetzt einklingt, wo man sich benachteiligt gefunden hat, oder. Es ist jetzt vollkommen wurscht. Dieses Geschenk wird das auslösen und wird bei dir in den Gefühlen einiges zutage fördern, sichtbar werden und du wirst drüber nachdenken, was zu tun ist. Du hast aber Freunde, du hast hier Freunde, da ist ein Neuanfang drin, für lange Zeit wird sich etwas wandeln, auch mit den Freunden. Weniger vernachlässigen, wie noch immer, da wirst du eine Lösung finden, was hier weniger wird, du findest eine Lösung. Die ist ein bisschen zach, muss ich sagen, weil auch die Lösung weniger wird. Aber hier manifestierst du es hier, ja, und das ist schön, du manifestierst die Wahrheit, nimmst sie an, also wird sie im Endeffekt das auch auflösen. Also, grundsätzlich geht es um Gefühle bei dir und auch um Auflösung irgendeines großen Familienthemas, wie auch immer es geartet ist bei dir. In diesem Sinne, lieber Wassermann, wünsche ich dir einen wunderschönen Februar. Habe die Ehre. Grüße. Meine Karten sind nun endlich fertig. Und da ich immer wieder gefragt werde, ja, man kann sie auch kaufen. Ich habe da eine Kleinauflage machen lassen. Und im Kartendeck sind, hier steht 115 Karten, stimmt aber nicht, es sind 117 Karten, denn ich habe 3 Leerkarten mitmachen lassen, das ist die Schachtel von mir, dass ihr eure eigenen Beschriftungen, wenn ihr mehr Kinder habt, Opa oder drauf machen wollt, dabei habt. Also sind es 117 Karten und kosten 59 Euro. Ich blende jetzt hier irgendwo meine E-Mail-Adresse ein und auch den Preis. Und möchte euch ganz kurz, für die, die es nicht wissen, diese Rückseite mal ganz kurz vorlesen. Dauert gar nicht lang. Nur, dass ihr wisst, was ich damit meine. Du kannst auf üblicher Weise Karten lehnen und schauen, was dich in der Zukunft erwarten könnte. Erwarten könnte, weil du der Gestalter deines Lebens bist. Du kannst aber auch herausfinden, warum die Zukunft sich nicht so zeigt, wie du gerne möchtest.
Du kannst lernen, was du ändern musst, um das gewünschte Ergebnis im Leben zu erreichen. Dieses Kartendeck ist entwickelt, um auf leichte Art zu erkennen, warum das Leben nicht wunderschön ist. Sie zeigt dir, wohin du schauen musst, was du ändern musst, darfst, in dir, um deinen Weg zu gehen. Der Weg deines Lebens, der erfüllend und glücklich ist. Denn das ist meines Erachtens der Sinn des Lebens. Ein Leben, in dem du lernen und lehren kannst, auf diesen Weg, auf dessen Weg die Sonne scheint. Natürlich wird es ab und zu mal regnen, aber das vergeht sehr schnell wieder. Und alles blüht danach noch schön und üppiger. Ich sage, das Leben ist ein Ponyhof. Lerne es zu leben. Das ist das, was auf der Rückseite steht, und das sind meine eigenen Worte und auch das, was ich mit diesen Karten ausdrücken will, machen wollte. Mit diesen Karten kannst du wirklich dein Leben in den Griff bekommen, weil sie dir wirklich zeigen, wo du hinschauen musst und wie du es machen kannst. Ich erstelle ein Video, da ist nämlich kein Buch dabei, also keine Anleitung dabei. Sie brauchen keine Anleitung, und vor allem wäre so eine Anleitung oder ein kleines Buch noch viel, viel teurer geworden. Und darum mache ich das online. Ich bin gerade dabei, jede einzelne Karte zu benennen, jede einzelne Karte zu zeigen, in einer Dreierlegung, in einer Neunerlegung, wie man sie kombinieren kann, was daraus zu deuten ist, fürs Leben, aber auch für die Energien. Und das ist eben ganz wichtig, wenn du damit arbeiten willst und rausfinden willst, wo muss ich denn hinschauen, warum klappt es mit dem Geld nicht. Und da kann ich dir versprechen, sie können wirklich, wirklich helfen. Und wenn ich alle Karten durch habe, wird so in 2 Wochen so sein, kriegst du auch den Link dazu. Da kannst du dann wirklich einzeln jede Karte anklicken und dir das anschauen. Und danach werde ich dann ein großes Video machen mit all meinen Legesystemen, und die sind zu 95% meine eigenen Systeme, die ich dir alle vorstellen werde und auch sagen werde, wie du damit arbeiten kannst, für dich selbst oder für andere, wie du es halt möchtest. Und ich kann bloß sagen, meine Karten haben mir unwahrscheinlich geholfen und helfen immer noch. Du musst nicht, du darfst gerne, und in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Habe die Ehre.